Noch schriller, noch bunter, noch größer, noch höher. Das war der Martini-Markt 2015. Seit Jahrzehnten lebt diese Tradition in Parchim. Im Laufe der Zeit hat sich der Martini-Markt zum bedeutendsten Kirmes in ganz Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Tausende von Besuchern kommen während der 4 aufregenden Markttage nach Parchim. Auch Berliner, Hamburger und die Gäste aus Schleswig-Holstein sind stets mit dabei. Doch die Geschichte des Martini-Marktes ist nicht nur mit der Stadt selbst, sondern auch mit einer ganz bestimmten Person eng verbunden. Der langjährige Parchimer Bürgermeister Bernd Rolli hat zu seiner Entwicklung maßgeblich beigetragen. Der Martini-Markt 2015 hatte für den Lieblingsbürgermeister eine symbolische Bedeutung. Vor kurzem verabschiedete sich Bernd Rolli nach 21 Jahren Dienst in den Ruhestand. Die traditionelle Eröffnung des Martini-Marktes übernahm zum ersten Mal sein Nachfolger im Amt, Dirk Flörke. Also das ist ganz wichtig. Martini-Markt ist auch ohne Titel das wichtigste Highlight, was man im Herbst hier in Parchim hat. Und es wird auch immer so bleiben, denke ich. Also ich kann mich da nur anschließen und da gilt es eigentlich auch, die Tradition fortzuführen. Und ich sag mal, das weiter jedes Jahr wirklich bestmöglich in die Wege zu leiten, was Bernd Rolli in den letzten Jahrzehnten hier aufgebaut hat. Unter anderem ist der Martini-Markt in Parchim für seine unvergesslichen Attraktionen bekannt. Dieses Jahr stand eine Riesenschaukel der Superlative, das Monster, im Mittelpunkt. Bis in 45 Meter Höhe sind dabei die Fahrgäste Richtung Boden geschwungen, während die Gondel sich zusätzlich noch im Kreis drehte. Hoch hinauf ging es ebenfalls mit dem Großkettenflieger Skydance. In schwindelerregender Höhe konnten dort 24 Gäste pro Fahrt einen absoluten Flugspaß erleben. Doch auch am Boden gab es genug Spannendes für jeden Geschmack. Jedes Jahr mit den Kindern, fast jeden Tag hier mit den Enkelkindern jetzt zur Eröffnung immer mit dem Bürgermeister dabei zu sein, ist eine große Ehre für mich und es ist wunderschön hier. Und wenn wir den Martini-Markt nicht hätten, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das mal wegfallen sollte, geht gar nicht. Von insgesamt 416 Bewerbern wurden für den diesjährigen Martini-Markt 82 Schausteller zugelassen. Die Qualitätskriterien werden hier traditionell sehr hoch gehalten. Und so kamen die Besucher auf ihre Kosten. Vom Freitagnachmittag bis 22 Uhr am Montag.